Die griechische Regierung ist mit den neuen Zahlen aus dem Finanzministerium zufrieden. Die Auflagen der Geldgeber sollen auch im nächsten Etatentwurf respektiert werden. Griechenlands neuer Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis verspricht seinen Landsleuten nun erstmal Steuererleichterungen. Die Zahlen sehen gut aus. Steigende Staatseinnahmen und ein Primärüberschuss, der weit höher liegt als von der EU angesetzt. Athen will der EU gegenüber so die geplanten Steuererleichterungen und eine Lockerung des Sparkurses rechtfertigen. So liegen die Staatseinnahmen 8% über dem Planziel. Der Primärüberschuss ging gewaltig nach oben auf 1,8 Milliarden, 2,5 Milliarden Euro mehr als geplant. Beim Primärüberschuss werden die Zinskosten nicht mitgerechnet. Die Regierung will ihre Wahlversprechen umsetzen, so sollen unter anderem auch die Renten wieder steigen. Schon vor dem Machtwechsel in Athen, als sich ein Sieg der Konservativen abzeichnete, beflügelte dies die Märkte.